Hey Leute, ich kann endlich Battlefield Hardline spielen, wie ihr hier sehen könnt. Die Beta ist rausgekommen, ich kann sie endlich spielen. Und ja, dann würde ich sagen, legen wir gleich mal los. So, da sind wir schon und es sieht so aus, als könnten wir einen Helikopter fliegen und ist das? Nein. Kurz ein paar Einstellungen machen. Gameplay, shit, shit, shit. Controls. Vertical Look. Inverted. Nee, normal. Normal, yes. So, jetzt können wir kurz kratzen und los geht's. Puh, sieht ziemlich cool aus, würde ich sagen. Okay, im Transporthelikopter können wir nicht so viel machen. Steigen wir mal aus. Boah. Jawohl. Das macht mir jetzt schon übelst viel Spaß. Haben wir Ammo-Pack oder sowas? Ich meine Medipack. Okay. Puh, erstmal Battlefield Hardline. Macht jetzt schon übelst viel Spaß, aber ich muss kurz was in Video machen. Ich sehe gerade, ich habe ziemlich wenig Frames. Ich mache mal auf Medium einfach alles. Passt. Und dann fahren wir mal ein Auto. Yay. Alter, das bockt übelst gerade. Vielleicht auch, weil ich mich so drauf freue irgendwie. Level 1 sind wir schon. Schon sehr weit. Okay, was muss man machen? Wir spielen Heist. Ich weiß nicht so richtig. Okay. Wir haben gewonnen, jawohl. Das soll es aber nicht gewesen sein. Oh, KD von 2,0. Nicht schlecht. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Spiel wieder. Okay, weiter geht's. Ich warte hier auf ein Auto oder sowas. Wir spielen auf High Tension Heist, genau wie davor. Also der Spielmodus heißt Heist und die Map High Tension. Da steht's sogar. The weapon is totally shit, finde ich. Ich finde die Waffe gar nicht mal so schlecht. Ja, und ich warte und ich warte. Ready. Nee. Ich will erst noch Autos. Ich will Autos. Yay. Ein Lieferwagen. Wir sind wieder die Räuber. Oder wie auch immer man dazu sagen soll. Oh, ich glaube, ich mache gerade was falsch. Ich muss mich echt mal damit auseinandersetzen, wie diese Spielmodis funktionieren. Ich glaube, ich muss das hier mal unter. Shit. Ich geh mal hier rein. Und verfolge mal den Polizeiwagen. Geil. Aber nur geil. Das Spiel. Jetzt habe ich ein Poliz. Look at it, ein Cop. Jetzt habe ich einen Polizeiwagen kurz gehabt. Aber ich will den erstmal. Geil, wir meinen. Hä, sind wir doch ein Cop oder was? Shit. Ach Mann, warum habe ich geguckt? Macht das Spaß. Okay, was haben wir? Muscle Car will ich. Ich will ein Muscle Car. Oh geil, hört sich das an. Das hört sich aber geil an. Es läuft doch alles so flüssig. Ja, okay, ich spiele auf Mittelgrafik. Wie es auf Ultra läuft, kann ich ja gleich mal gucken, aber wahrscheinlich nicht so unglaublich gut. Okay. Die Maussensibilität muss ich mal etwas hochstellen. Etwas höher stellen. Da fällt was. Ich weiß, es ist gerade sinnlos, jetzt während ich beschossen wird. Die Empfindlichkeit etwas höher zu stellen. Ich mach's einfach mal. Ja, ist mir doch noch etwas zu hoch. Kann ich den wiederbeleben? Nee. Noch nicht. So soll es eigentlich okay sein.
Was ist da? Da hustet dauernd jemand. Also ich bin's nicht, oder vielleicht doch. Okay. Also ich finde das Spiel geil. Ich frage mich, wie viel es kosten wird. Ich glaube um die 50 Euro oder so. Wenn es raus ist. Man kann es ja schon vorbestellen. Okay. Killhilfe vielleicht. Ja. Granaten gibt es auch, natürlich. Okay. Ich gehe mal zu A, da blinkt's. Escape. Valut. Okay. Jetzt. Steal the package. Aber gerne. Mein Package. Mein Package. Loot Pickup. Scheiße. Scheißdreck. Mann! Jetzt habe ich es verloren. Kann man irgendwo gucken, was man beheißt machen muss? Machen wir mal so einen Test wie bei Battlefield 4. This system is having higher than normal packet loss. Check your internet connection. Ja, meine internet connection. Ha. Boah, geil. Die Hupe ist aber so gay. Egal, das ist... Oh, geil. Mehr kann ich nicht sagen. Also ich hoffe, ihr könnt jetzt hier so einen kleinen Eindruck gewinnen über das Spiel. Mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Es wird auch noch mehr Gameplay, also mehr Let's Plays. Komm, war das gerade ein Gegner? Ach, egal. Okay, das sind viele Polizeiautos. Escape. Hä? Ich check's gerade nicht. Ich check nicht, was ich machen muss. Verdammte Scheiße. Ich komme mir so blöd vor. Ich glaube, ich hätte mich damit auseinandersetzen sollen. Aber das ist jetzt so... von einem aufs andere Mal konnte ich das downloaden, aber keine E-Mail oder so bekommen. Ja, deshalb habe ich mir das schon runtergeladen. Und dachte mir, YOLO, spielen wir das jetzt einfach. Yay, da ist jemand beigetreten. Sieht aber geil aus. Hallo. Hä, habe ich den nicht? Doch, ich habe ihn. Ich werde aber wieder beschossen. Mann, 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 Mann. Wie steht's überhaupt? Ups. 6 zu 2 oder 3. Naja, läuft. Ah, man sieht sogar, wo man angeschossen wurde. Okay. Protect. Nee. Stand gerade Protect. Egal. Ich pass mal auf den Typ auf. Sieht jetzt eigentlich aus wie ein Ping. Ist eigentlich ganz okay. 32. Okay. Ich will den Typ rausschießen, verdammt. Okay. Meine Frames droppen. Ach man, warum habe ich den nicht gesehen? So dumm von mir. Man sieht jetzt hier rechts unten, dass ich auf den Körper getroffen wurde. Und nicht im Gesicht oder so. Nehme ich mir so ein Muscle Car, die sind am geilsten. Oder wobei, ich drehe den bei. Und helfe dir mal ein bisschen. Oh Mann! Oh Mann! Ich glaube, ich gehe mal als andere Klasse rein. Vielleicht wäre es gut, wenn ich euch mal die ganzen Klassen zeigen würde. Mechanic ist halt wahrscheinlich der Pionier. Würde ich mal sagen, ja, sieht so aus. Der hat wahrscheinlich auch die UMP. Von der ich gerade eben getötet wurde. Okay. Jetzt haben wir euch den gezeigt. Oh, das sind so viele Gegner, das habe ich alles gar nicht gesehen. Muss mich erstmal richtig an das Spiel gewöhnen, ey. Okay, dann zeigen wir euch mal den Enforcer. Ja, das ist wahrscheinlich... Also, das ist der Versorger. Okay, naja. Okay. Gut. Da kommt die ganze Zeit so ein Ton, wo... Oh, ein Headshot war es. Nicht schlecht. Dann der Professional. Das ist ja wahrscheinlich der Sniper.
Und was macht man so als Sniper? Man tritt Leuten auf dem Motorrad bei, natürlich. Was denn sonst? Oh. Geht's hier aber heiter her. Oh Mann, oh Mann. Mann. Okay. Da hat er uns wohl. Wir müssen uns mal ein bisschen mehr anstrengen. Ich gehe mal wieder als Operator rein. Haben wir gleich verloren oder gleich gewonnen? Wir hüpfen so komisch. Bitch. Habe ich gerade verstanden. Okay. Wiederbeleben können wir noch nicht, anscheinend. Oh, wir haben den mit der Granate erwischt. Ja. Ne, wir haben verloren. Nein. Ich würde sagen, weil es so unglaublich schön war, noch eine Runde. Sind wir wieder und haben uns noch nichts genommen. Wir müssen erst warten. So. Transport Helikopter. Da würde ich gerne als Beifahrer rein joinen. Players needed. Ja. Na dann. Zwei, eins, go. Jetzt bin ich drin, okay. Jawohl, ich kann schießen. Okay, was sind wir? Wir sind anscheinend Cop. Aha, haben wir was Neues? Da haben wir einen. Ist gar nicht mal so leicht zu treffen, ne? Gar nicht mal so leicht. Okay, okay, da unten haben wir einen. Den haben wir. Es wackelt wie verrückt. Nicht, weil es laggt oder so, sondern weil da irgendwas einstürzt. Wahrscheinlich der Kran. Oder die Kräne. Wohl eher die Kräne. So wie es hier abgeht. Wir werden beschossen. Nicht mit uns. Come on. Ich glaube, von hier oben wurden wir beschossen. Jawohl. Habe ich ihn gesnackt. Weiter geht's. Oh, du Pickup Operator? Nein. Einfach nein. Shit. Ah, ich springe auch noch rein. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann, oh Mann. Das ist für ein krasses Fahrzeug, Alter. Jetzt gehe ich mal als Transport-Helikopter und versuche mal die Leute so ein bisschen abzuholen. Sollen wir effizient arbeiten als Transport-Helikopter oder den Helikopter nur zu missbrauchen, um diesen Typen, der unter uns ist, zu töten? Hey. Geil. Nein! Ah, ich dachte, er wollte einsteigen und ich habe keinen Raketenwerfer. Also, das war geplant, natürlich. Dass der Helikopter noch... Das war auch geplant. Ich wollte euch nur zeigen, was passiert, wenn man nicht fliegen kann. Ich wollte gerade wieder hier wie in GTR überall einsteigen. Wie steht's? 5 zu 1, was? Habe ich schon 5 Kills gemacht? Na dann. Ich glaube, wir sollten mal etwas machen, was unserem Team was bringt. Und klauen die gegnerischen Autos. Also hier ist es ein viel schnelleres Spielgeschehen als in Battlefield 4. Battlefield 4 Videos werden natürlich auch noch kommen. Aber ich werde jetzt wahrscheinlich mehr Battlefield Hardline spielen. Außer es tut mir irgendwann nicht mehr gefallen oder so. Was ich aber eher bezweifle.
Ich habe gesehen, da war noch einer. Hier, schluck meine Granate. Oh. Komisch. Nein, schade, schade, schade. Da war eine Granate. Granate, Granate. 5 zu 2. Okay, was war das für ein Geräusch? Welches Level sind wir? Wir sind Level 3 schon. Okay, so schnell kann es gehen. Okay. Ich würde gerne wissen, was wir machen müssen. Package is on the ground. Ich glaube, wir müssen verhindern, dass die Pakete geklaut werden. Oder so. Da haben wir Leute auf dem Dach. Ein Sniper. Den holen wir uns mal. Haben wir. Hä, da waren zwei hintereinander. Okay, geil. Nein! Wegen mir ist unser Heli weg. Egal. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Hab ich sie beide gekriegt. Wie ein Pro. Recover the bag. Alter, dieses Geräusch geht mir langsam auf den Sack. Schnapp ihn dir. Und mir gefällt die M16 oder 3. So ein bisschen wie in Battlefield, ne? Wie in Battlefield 3 meine ich. Natürlich. Granate schluckt sie. Nein. Oh. Oh, wie viele Kills waren das jetzt? 15 zu 3 steht's. Bam. Der Skiller. Was steht da? Stop blaming me on fucked hard. Okay, na dann. Boah, geil. Der Cruiser. Und guck nicht mal nach links oder rechts. Er kann das. Ey, Blinker setzen. Blinker setzen. Da oben haben wir jemanden. Da fliegen überall Granaten oder sowas. Oh, da war eine Granate. Weg hier. Na dann. Krasse Sache. Mich kriegt ja nicht. Was? Das war jetzt aber Glück, oder nicht? Alter, ich merke gerade, dass ich 15 Kills habe. Vorhin der Granatenkill, Alter. War kinoreif. Treten wir mal hierbei und helfen denen. Ja, von hier oben lässt es doch leben, oder nicht? Counts as kill, kommt schon. Das kriegen wir hier nur auf die Fresse, ey. Mann, oh Mann, oh Mann. Wir haben ins linke Bein geschossen bekommen. Oder auch ins rechte. Kommt drauf an, wie rum der Mann da unten ist. Okay, wir müssen diesen Typ da schnappen, der den Koffer hat. Ich hol mir das Package jetzt. Ah, der ist ausgestiegen. Das Schlechteste, was du machen konntest. Weißt du das? Hä? Wo ist er hin? Nein, er fährt mit dem Fahrstuhl. Dich hole ich mir, Junge. Oh. Okay, okay. Wir schaffen das. Guck mich an, Junge. Guck mir in die Augen. Wir schaffen das. Wir schaffen das. Wir schaffen es nicht. Wir husten nämlich. Ah, Mann. Boah, du bist der Beste, Alter. Weißt du das? Du bist der Allerbeste. Der Allerbeste. Du hast es drauf, Junge. Bam. Hoch mit uns. Lauft, lauft, lauft. I can't fucking move. Das ist mir fucking egal. Warte. Kann man nicht irgendwie so einen Enterhaken oder sowas benutzen? Hätte ich gerade voll Bock drauf. Da haben wir so ein Fahrzeug. Da unten liegt irgendwo eine Waffe. Genau das meinte ich. Komm schon, schaffe ich es da hinten hinzukommen? Schade, man kann nur irgendwo hin, ne? Nicht überall hin, meine ich damit. Lass mal da runter jumpen, auf das Dach. Und dann machen wir ein bisschen Enterhaken-Action. Wo können wir hin?
Können wir da jetzt wieder hoch zum Beispiel? Okay, das mache ich jetzt mal, um euch das zu zeigen. Man muss anscheinend E drücken oder... Ach, wir können es einfach nicht. Ich kann es einfach nicht. Oh. Ah, Mann. AKM. Von wo hat er das? Das hübsche Dingsbums. 15 zu 6. Wir verkacken gerade. Als Ausrede sage ich einfach, ich wollte euch ja alles zeigen. So. Defend. Wir haben verloren, die müssen es also nur dahin bringen, okay. Habe ich verstanden, einigermaßen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch eine Bewertung. Und dann würde ich sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.